Im letzten Video haben wir herausgefunden, welche Kräfte alles auf diesen Block aus Eis hier wirken, wenn er auf einer anderen Ebene aus Eis liegt, die ein Gefälle von 30 Grad hat. Und wir konnten sogar herausfinden, dass die Kraft, mit der der Block nach unten gezogen wird, 49 Newton beträgt. Und daraus konnten wir dann auch schließen, dass die Beschleunigung, mit der Block hier runterschlittern würde, die ganze Ebene, dass die ungefähr 5 Meter pro Quadratsekunde ist. In diesem Video wollen wir uns mal anschauen, was denn passieren würde, wenn diese beiden Objekte nicht aus Eis gemacht sind, sondern zum Beispiel aus Holz oder aus Stein zum Beispiel. Und ich gebe dir noch die zusätzliche Information, dass wenn wir auf dieses System diesmal gucken, dann würde sich der Block hier oben nicht bewegen, sondern der wäre stationär. Also ich schreibe es nochmal hin. Der Block wäre also stationär. Und jetzt wollen wir uns mal überlegen, wie das überhaupt passieren kann, dass der Block stationär ist. Weil auf diesem Block würden ja die gleichen Kräfte wirken. Also der Block aus Stein wäre dann genau auch 10 Kilogramm schwer. Und die Ebene wäre auch genau 30 Grad geneigt. Also warum kann das überhaupt sein, dass der Block dann nicht runterrutscht? Und ich denke mal, aus deiner Erfahrung wirst du ja schon wissen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied gibt, ob zwei Objekte aus Eis übereinander liegen oder aufeinander liegen oder zwei Objekte aus Stein. Und ich denke mal, es ist ja auch recht intuitiv, wenn ich sage, dass Eis auf Eis, das rutscht einfach mehr, das schlittert mehr, das ist halt ein bisschen glitschiger sozusagen als Stein auf Stein. Und die Kraft, die dieser Kraft hier entgegenwirkt, das sagt uns ja das erste Newtonsche Gesetz, die muss ja auch genauso groß sein. Die muss ja genauso groß sein wie diese Kraft hier. Nur was ist das für eine Kraft? Es muss ja irgendeine Kraft geben, die den Block abhält, runterzurutschen. Und diese Kraft, du wirst es wahrscheinlich schon geahnt haben, das ist natürlich die Reibungskraft. Die Reibungskraft. Und genau mit der wollen wir uns heute mal ein bisschen beschäftigen in diesem Video und uns mal fragen, wie wir überhaupt rauskriegen oder wie wir da überhaupt rankommen an diese Reibungskraft und was die überhaupt macht. Wir wissen also, dass sie auf jeden Fall immer entgegengesetzt wirkt zu der Kraft, die eigentlich eine Beschleunigung hervorrufen würde, wenn es denn halt keine Reibung gäbe. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend an, aber wie gesagt, wenn wir einfach mal sagen würden, es gäbe keine Reibung, dann würde ja eine Kraft nach hier unten wirken, die den Block beschleunigt. Und jetzt wissen wir aber, genau dem entgegengesetzt, wenn es Reibungen gibt, wirkt die halt genau entgegengesetzt dieser, ich sag mal, dieser potenziellen Beschleunigung sozusagen. Nur, was wir uns dann natürlich fragen könnten, ist, gibt es auch eine Möglichkeit, dass wir uns trotzdem nach unten beschleunigen, obwohl es Reibung gibt? Und wie gesagt, Newtons Gesetze verraten uns ja schon, dass die Reibungskraft eigentlich genauso groß sein müsste, wie die Kraft, die den Block nach unten ziehen würde. Das heißt, wenn wir hier einfach noch mit einem weiteren Newton einfach mal gegendrücken würden, ich zeige das mal hier noch mit dran. Wir haben jetzt also noch eine weitere Kraft, die nochmal auf den Block wirkt, von noch einem Newton. Und das Ganze würde man jetzt natürlich experimentell versuchen herauszufinden. Das heißt, du würdest dir diesen Versuch so aufbauen und würdest dann, wenn du halt die Möglichkeit hättest zu messen, wie viel Kraft du auf ein Objekt auswirken kannst, dann würdest du jetzt halt immer einen Newton zum Beispiel draufgeben, immer mit einem Newton mehr drücken und irgendwann würdest du herausfinden, dass der Block anfängt, sich zu bewegen. Und in diese Kraft, wie nennen wir die? Ich weiß gar nicht, wie die wirklich heißt. Ich nenne die jetzt einfach mal die Drückkraft. Also das wirst du natürlich in deinem Physikunterricht so nicht hören. Den Begriff habe ich mir jetzt gerade ausgesucht, aber ausgedacht. Ich nenne den jetzt einfach mal Drückkraft. So. Und die Drückkraft, in unserem Beispiel nehmen wir jetzt mal an, wenn du einen Newton noch mehr auf diesen Block nach unten drückst, dann würde er anfangen, sich zu bewegen. Das heißt, die Kraft, die du brauchst, um die Reibung zu überwinden, die wäre in dem Fall 50 Newton. Halt die 49 Newton, die eh schon drauf wirken, plus noch ein Newton mehr, um halt das ganze System oder den Block hier in diesem System in Bewegung zu setzen. Und das ist natürlich gut, dass wir das jetzt wissen, aber was ist denn, wenn wir jetzt das nächste Mal einen schwereren Block haben? Dann müssten wir das ja wieder experimentell herausfinden, welche Kraft wir dann für den bräuchten, weil wenn er schwerer ist zum Beispiel. Also hat man sich gedacht, okay, es gibt ja mit Sicherheit irgendein Verhältnis zwischen dieser Drückkraft, die man immer braucht, um den Block nach unten zu drücken, und der Kraft, die zwischen den beiden Objekten herrscht. Das heißt ja, also wie gesagt, wir hatten ja schon rausgefunden im letzten Video, dass es gibt ja einen Teil der Komponente oder einen Teil der Kraft, die uns direkt nach unten zieht, also die Gravitationskraft. Ein Teil davon wirkt ja direkt senkrecht auf die Ebene. Und
die Kraft, die die Ebene auf den Block ausübt, dementsprechend ist er genauso groß, aber in die entgegengesetzte Richtung. Das heißt, die Kraft, die beide aufeinander ausüben, ist ja jeweils entgegengesetzt oder genau immer zum anderen Objekt hin. Und deswegen in dem Fall bei uns hier ja die Normalkraft. Das hier ist ja noch ein Teil von der Gravitationskraft und die Normalkraft drückt ja gegen unser Objekt, gegen, von unten sozusagen. Das heißt, wir können uns ja einfach mal angucken, wie denn das Verhältnis zwischen diesen beiden Kräften aussieht. Also wir teilen einfach, Verhältnis heißt ja immer, man teilt zwei Dinge durcheinander und schaut sich an, was dabei rauskommt sozusagen. Also wir teilen jetzt einfach mal die Kraft, die wir drücken müssen, um das Objekt nach unten zu bringen, also um das Objekt in Bewegung zu bringen, teilen wir einfach durch die Kraft, die die beiden Objekte aufeinander ausüben. Ups, das ist gleich natürlich falsch da. Also das teilen wir jetzt durch. Wie groß war die Normalkraft bei uns? 49 Wurzel 3 Newton. 49 mal Wurzel 3 Newton. Und jetzt fragen wir natürlich unseren Taschenrechner. Da fragen wir unseren Taschenrechner, was ist denn 50 geteilt durch, Klammer auf, 49 mal die Quadratwurzel aus 3? 49 ist gleich 0,5, sagen wir 0,59, runden wir auf die 100er Stelle. Das ist 0,59. Und dieses Verhältnis hier, diesen Ausdruck, den man dabei rausbekommt, führt genau zwei Materialien. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel ausgerechnet für, ich sag mal, für Stein auf Stein hatten wir ja genommen. Diesen Ausdruck hier nennt man den Reibungskoeffizienten oder um genau zu sein, den Haftreibungskoeffizienten. Haftreibungskoeffizient. Wieder ein unwahrscheinlich langes Wort. Aber wie gesagt, du brauchst dir keine Sorgen machen, das hört sich wieder nur sehr technisch an. Koeffizient, kannst du dir merken, hat oft was mit einem Verhältnis zu tun. Und ja gut, dass es halt Reibung ist, da hatten wir die ganze Zeit drüber gesprochen, dass es damit zu tun hat. Und mit Haft ist eigentlich nur gemeint, wenn dieser Block hier oben, der haftet ja sozusagen an der Ebene dran. Also man könnte auch sagen, der Koeffizient für die, also wir, oder wir könnten dieses Haft auch ausdrücken mit statischer Reibung. Statische Reibung. Vielleicht kannst du dir das besser merken, weil dieser Block ist ja statisch, also der steht ja halt einfach, der ist nicht in Bewegung. Das ist nämlich wichtig. Wir nennen übrigens, dem Ganzen hat man natürlich auch wieder einen griechischen Buchstaben zugeordnet, und zwar das kleine μ. Das ist ein kleines μ. Und da unten macht man noch ein S ran, damit man weiß, okay, das ist also der Koeffizient für die statische Reibung oder halt für die Haftreibung. Und wir werden das in den zukünftigen Videos auf jeden Fall uns noch anschauen, wo denn der Unterschied ist zwischen dem Koeffizienten für die statische Reibung und zwischen der Reibung, dem Koeffizienten für die Reibung, wenn das eine Objekt in Bewegung ist. Du wirst sehen, die sind oft eigentlich relativ gleich groß, aber es gibt auf jeden Fall auch Beispiele, in denen die sich unterscheiden, wo man die also einen anderen Koeffizienten nehmen muss, damit man die Berechnung wirklich so genau macht, wie sie in Wirklichkeit auch stattfinden würde. Und wie gesagt, das ist ja alles, worum die Physik geht. Wir wollen ja versuchen, das, was wir alles sehen, irgendwie beschreiben zu können und dann anhand dessen Vorhersagen zu machen. Wir konnten jetzt zum Beispiel vorhersagen, dass dieser Block aus Eis hier mit einer gewissen Geschwindigkeit darunter beschleunigen wird, obwohl wir diesen Block aus Eis ja gar nicht haben und auch diese Ebene nicht haben. Aber ich will nicht zu theoretisch werden. Wie gesagt, wir gucken uns einfach in der Zukunft noch ein bisschen mehr die Reibung an, damit wir wieder ein bisschen genauer an die Wirklichkeit rankommen.